stehen da, der Vorhang geht auf und dann immer so, hallo Bob, wie geht es dir, Jeff? Mir geht es schlecht, weil ich bin ein Phantom. Wer spricht denn so im Alltag, ha? Gehst du am Morgen zum Bäcker so, hallo Bäcker, Brot. Ich weiß, was sie in einer kleinen bayerischen Landbäckerei mit dir machen, wenn du da so... Da sind schnell zwei Holzdecklamellen zusammengezimmert. Powder! Musicals. Sag mal, mittlerweile gibt es ja Musical ohne Text. Oder kann mir mal einer erklären, was ist eigentlich Riverdance? Lord of the Dance? Besoffene Iren? Hey, das ist doch wie Augsburger Puppenkiste auf LSD. Ja, böser Boden, böser Boden, böser Boden, ja, du. Aber wie stelle ich mir Titanic als Musical vor, hä? 1500 Menschen im Eiswasser steppen, wir sinken! Plitsch, platsch. Aber wisst ihr, ja. Wisst ihr, was ich wirklich liebe bei Musicals? Jedes Musical hat eine große zentrale Ballade. Ne? Und gut, die klingen alle wie Memories von Cats. Ist aber ein schönes Lied. Jetzt weiß ich natürlich nicht so, bei Titanic, die Ballade, ist es dann die Ode an den Eisberg. Das Schiff sinkt, die Frau steht am Bug im Mondlicht. Eisberg, oh du blöder Eisberg. Musstest du gerade da stehen und uns treffen im Schlaf, wenn dieses weiße Phantom nicht da gewesen wär, dann wär nichts passiert. Und ich müsste nicht in mein nasses in Rettungsbooten, Trillerpfeifenchor so. Aber wisst ihr, ich gehe lieber ins Kino als Musical. Na, gebe ich gerne zu. Und ich gucke am liebsten Actionfilme. Und bei Actionfilmen gibt es für mich ein oberstes, zehntes Gebot. Schau dir im Kino nie zusammen mit einer Frau einen Actionfilm an. Tu es nicht. Frauen sind für diese Art von Filmen einfach zu intelligent und ich weiß es nicht.
sie schon die Männer in den ersten Reihen. Du Verräterschwein! Aber sag mal, ich kann das wirklich erklären. Ich habe immer das Gefühl, Frauen lassen sich einfach nicht aus Prinzip auf so eine Art von Filmen drauf ein. Kennen wir noch, gehen wir mit einer Freundin ins Kino, Actionfilm. Sitzt so drin, der geile, mega, super Actionfilm. Pow, 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 pow. Die Mörder-Action. Da, 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 da. Ich bin voll dabei. Ne? Und sie sitzt neben mir nur so. Natürlich kriege ich das mit. Aber bloß nicht drauf reagieren. Sonst beginnt sofort die Diskussion über den Film. Ich versuche sie zu ignorieren, aber sie macht natürlich weiter. Blöd. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Blöd. Ja, was ist denn da so blöd? Also der Film. Dieser tolle Held, der wurde jetzt schon zweimal von ca. 100 Polizisten umzingelt. Und zweimal ist er wieder irgendwie entkommen. Wie realistisch. Hier geht's doch nicht um Realismus. Außerdem heißt dieser Film Auf der Flucht und ich gekriegt nach 5 Minuten. Ich liebe diese harten amerikanischen Polizei-Action-Thriller. Ha? Gut, wenn man sich im Vergleich dazu deutsche Polizisten anschaut. Deutsche Polizisten sehen ja immer so ein bisschen scheiße aus. Ja, ah ja, was? Sind heute hier deutsche Polizisten? Ja. Das klang aber so ein bisschen. Wo? Aufstehen! Jetzt wollen wir die Augen haben, sonst stehen die mal an der Kreuzung und gehen so: Hey, geh mir du da rüber da, was macht denn du da? Hallo, ich bin Polizist, du, sag du. Na, da hinten oben, Polizisten, winken. Ihr dürft euch schon melden. Da hinten oben. Ich mag deutsche Polizisten. Ich meine, ihr könnt auch nichts dafür, dass ihr so scheiße ausschaut, oder? Nein. Nein. Aber diese grünen Uniformtrachten-Sakkos und diese ockergelb-senf-blähfarbenen Hemden und Hosen. Nicht mal ein Blinder würde ich sich so etwas anziehen, hä? Das spürt man doch, dass die Scheiße aussieht. Also, habt ihr das mitgekriegt bei der Polizei? Rudolf Mooshammer, das ist unser bayerischer Modedesigner. Ne? Rudolf Mooshammer hat für die bayerische Polizei eine Modekollektion entworfen. Habt ihr das gesehen? Das war in einer Illustrierten abgebildet. Wirklich? Sah schick aus. Wirkte halt nicht so autoritär. Also, war halt mehr so das so, Also, na, halt! Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Nein, das sah wirklich toll aus. Nur, ich meine, es war halt nicht so autoritätsfördernd und ist schon ein Problem. Stell dir mal vor, Oktoberfestzeit hier in München, da kommen aus so einem Bierzelt in der Nacht 10 besoffene kanadische Holzfäller so, töten, und da stehen da 3 so bayerische Polizisten, stopp. Warum kann man die Polizisten nicht anziehen wie in New York? Das habe ich im Fernsehen immer gesehen. Da wirken die Polizisten viel autoritärer in diesen schwarzen, martialischen Uniformen. Und da heißen die Polizisten auch Cops. Und der Name Cops hört sich schon viel härter an, Cops, als bei uns Polizei. Sag mal, und in amerikanischen Krimiserien waren auch die Cops und die Polizisten immer cooler als in deutschen. Ist mir aufgefallen? Nimm mal so. Kojak, Einsatz in Manhattan.
schon diese treibende, morbide Spannungsmusik, ne? Kocek, der hat nicht lange gefackelt, verstehst du? Erst geschossen, so. Hey, war das der Kerl? Crocker, schafft dieses miese Stück Scheiße hier weg. Ich meine, was lief dazu im Gegensatz bei uns im bayerischen Fernsehen? Ha? Polizeiinspektion 1. Mit Max Grieser und Walter Sedlmeier. Ha? Harter Polizeialltag. Moosgruber, Händel? Als die fragt, man, wie sie sich beschwert hatte, war der lieber Käse schon kalt. Man, die hätten damals wohl besser Walter Sedlmeier als Privatleben verfilmen sollen, das wäre spannender gewesen, ne? Lederkopf. Ich mag Actionfilme. Was ich im Kino nicht so mag, sind so Liebesschnulzen. Warum müssen Liebesfilme im Kino immer so lange dauern? Ha? Titanic auch fast 4 Stunden. Wisst ihr eigentlich noch, warum die Frau am Schluss bei Titanic aus dem Wasser gerettet wurde? Ja, die haben wir damals einen Oscar gekriegt für Special Effects. Liebesfilme. Ich bin einmal mit meiner Freundin in so eine Kino-Liebesfilm-Retrospektive gegangen, in diesen tragischen Liebesfilm Love Story. Love Story habe ich seit den 70ern 5, 6 Mal im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ich kann da mal sowas meinen Mund im Kino auch nicht halten. Nur Love Story, der tragische Liebesfilm, der geht am Anfang ganz harmlos los. Dieser nette Ryan O'Neill lernt diese hübsche Ellie McGraw kennen und ich saß im Kino gleich ganz laut, nimm die nicht, die hat Krebs. Aber am Schluss, nach 90 Minuten, stirbt die dann, ich hab's ja gleich gesagt. Seitdem frage ich mich, hey, warum nehmen Männer und Frauen solche Filme völlig verschieden auf? Ne? Man dachte, okay, im Fernsehen gibt es so viele Sex-Reportagesendungen. Ne? Also wahre Liebe, Liebesünde, Piep, Mini-Playback-Soße, die ganze Palette. Ne? Und meine Lieblingssendung von diesen Sendungen ist bis zum April 99 Piep gewesen. Ich finde schade, dass Verona Feldbusch nicht mehr bei Piep ist. Wisst ihr, Verona ist für mich wie ein goldenes Fußkettchen. Hübsch, aber sinnlos. Also ich habe das immer so geliebt, wenn sie ihre Anmoderationen gemacht hat, wie so eine debile Provinzweinkönigin auf Wortschatzsuche auf diese markierte Stelle gegangen, so. Ja, hallo! Und herzlich willkommen zu bei Piep! Viele haben damals über Verona gelästert. Ich meine, was soll's, einmal gut gefickt, schon eine eigene Sendung. Ich finde das klasse. Überleg mal, da poppst du dein Leben lang und nichts. Und zu mir hat letztes Mal einer gesagt, nein, 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 Verona wurde in dieser Sexsendung nur genommen wegen ihres Namens Feldbusch. Was für ein Name? Feldbusch. Auf Indianisch heißt es ja Möse im Freien. Die Buschfroni, also wie sie in Fachkreisen genannt wird, die hat vor kurzem in der Zeitschrift Stern ein Interview gegeben. Da hat sie folgenden Satz gesagt. Ich bin ja bei Piep erst richtig aufgeklärt worden. Wie stellen wir uns dann die ganze Vorgeschichte mit Dieter Bohlen vor? Ha? War das dann irgendwie nur so, oh Dieter, aua. Was machst denn da? Pussy, pussy, lady. Man, 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 man. Ja, ja, ja.
aber eins hat mich geschockt. Damals, als Piep angelaufen ist, haben manche Leute Piep nur geguckt wegen Dolly Buster. Und an dieser Stelle muss ich mal eines sagen. Ich bin Frauen gegenüber immer skeptisch, wo eine Titte größer als der Kopf ist. Ja? Finden hier die Männer das wirklich erotisch, Dolly mit diesen silikon aufgespritzten Lippen so? Maika macht das Würstchen. Aber ich gebe zu, ich vermisse auch Dolly so ein kleines bisschen. Diese Quizfragen kurz vor der Werbung, ich habe immer so gerne mitgerätselt, wenn Dolly so da stand, so die so. Also, meine Herren, was ist ein Aphrodisiakum? Sag mal, ich suche dich doch schon immer Wörter mit. Ist das A oder B? Oder ist das etwa C? C ist meine Lieblingsstelle. C, C, C. Hör mal. Ist es eigentlich mal jemand aufgefallen, das Prinzip A, B oder C ist geklaut von meiner Lieblingskindershow von damals mit Michael Schanze? 1, 2 oder 3? Hä? Stell dir mal vor, die würden das neu auflegen. Dolly Buster würde die Titelmelodie singen so. 1, 2 oder 3? Du musst dich entscheiden, dein Leib fällt als im Blei. Plopp! Plopp, das heißt Stopp. Nur noch einen Pop, dann bist du dabei. Ich muss mal eins sagen, ich fand schon immer ziemlich grausam Dolly mit diesen Klamotten aus polnischen Kindergärten. So. Aber gut, man kann über Dolly Buster lästern, aber man kann ihr eines nicht absprechen. Sie hat einen wahnsinnigen Aufstieg gemacht. Ja, vom Pornogeschäft damals bis in die Familienshow-Unterhaltung bei Piep. Die hat da ein Schweinegeld verdient und das ohne Schlucken. Da braucht ihr jetzt gar nicht so zu tun. Schlucken war eines der großen politischen Themen 1998-99, oder? Seit der Clinton-Lewinsky-Geschichte. Ja, da ist das Wort Schlucken mittlerweile ein Synonym geworden für Beweismittel vernichten. Ja. Das war von Monika die teuerste Mundbewegung der Welt, oder? Wie ist es abgelaufen? Sie so. Ella Bitch. Liebe Frauen, ernst gemeinte Frage, sag mal, hebt ihr diese angefleckten Kleider wirklich auf? Sag mal, wie pervers ist denn sowas, ha? Hängt ihr die in